Salam Aleikum und herzlich willkommen zu unserem vierten Testspiel gegen den SV Pars Neu-Isenburg 2. Wie immer bedanken wir uns bei unseren Sponsoren für die tolle Unterstützung. Am Anschlusspunkt die Heimmannschaft im weißen Puma-Dress von links nach rechts und die Gäste laufen im schwarzen Nike-Anzug auf. Die Gastgeber mit einem rasanten Start, was man eigentlich nur in der Formel 1 sieht. Der Schlussmann Musa Kalfolo schlägt einen langen Ball nach vorne und schickt seinen Stürmer Ferhat Çelik ins Laufduell. Der Kelzerbacher verwertet diese Chance im Netz. Neuer Spielstand 1:0. Nur 5 Minuten später schlägt Mehmet Akkuş einen überragenden Freistoß an den zweiten Pfosten. Und wer ist dort zur Stelle und verwandelt den Ball? Es ist Gökhan Saar. Die Heimmannschaft erhöht den Spielstand auf 2:0. Über die rechte Seite kommt Türk zum nächsten Angriff. Erneut im Mittelpunkt Ferhat Çelik. Die Nummer 9 zieht in die Box, legt ab auf Abdulhamid Kuzu, doch dieser Schuss ist zu zentral und der Torwart der Gäste pariert den Ball. Ein Freistoß, getreten von Abdulhamid Kuzu, ist sehr gefährlich, doch der Torwart kann den Ball in testigen Manieren halten. Auch wenn es an ihn erinnert, das ist nicht Mohamed Salah, es ist unser Ferhat Çelik, der die linke Seite des Gegners zu einem Minenfeld macht. Die gegnerischen Spieler hier schon in der Mittagspause. Es wurde langweilig auf der rechten Seite. Ferhat Çelik hier über links. Mit einer Flanke auf die verschwitzte Birne von Gökhan Saar. Doch der Ball landet nicht im Tor. Eine tolle Kombination des Dreiergespanns Çelik, Kuzu und Akkuş. Der Schuss allerdings nicht so überragend wie das Passspiel davor. Auch der Schiedsrichter hat jetzt genug und möchte zu seiner wohlverdienten Pause. Halbzeit in Kelzerbach. Spielstand 2:0. Mit einem 2:0 Rückstand beginnt der Gegner aus Neu-Isenburg die zweite Hälfte. Eine Unkonzentriertheit der Kelzerbacher Abwehr führt zu einem schnellen Angriff der Gäste. Doch der Abschluss ist nicht so positiv wie der Assist von der Nummer 7. Ein schnell ausgeführter Freistoß bringt die Heimmannschaft mit 3:0 in Führung. Das Schlitzohr Ferhat Çelik diesmal mit dem Knie. Auch sehenswert ist der lange Ball von Mehmet Akkuş, die Nummer 6 von Türk mit seinem zweiten Assist des Tages. Kelzerbach wollte noch mehr, doch der Torwart verhinderte eine höhere Führung von Türk. Mehmet Aslan leider im Pech. Jetzt probiert Ferhat Çelik es auch aus 35 Metern, doch er trifft nur die Vögel, die auf dem Schutzzaun sitzen. Gegen Ende des Spiels ließ die Konzentration nach. Ein diagonaler Ball der Gäste landet vor den Füßen von Erkurt Aygül. Neuer Spielstand 3:1. Auch bei dem vierten Spiel in Folge bleibt Türk Kelzerbach zu Hause ungeschlagen. 4 Spiele, 4 Siege, 14:7 Torverhältnis und weiterhin eine überragende Mannschaftsleistung unserer Jungs, das Hoffnung auf mehr macht. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren und Zuschauern für die Unterstützung. Unser nächstes Spiel ist in Raunheim. Wir würden uns freuen, wenn unsere Zuschauer auch bei Auswärtsspielen zahlreich erscheinen.